Echter Patientenfall, Motivation und Gehirn. Ich bin die Rose Fröhlich, heute mit dem Thema einer echten Patientin aus der Praxis, die sich die Frage gestellt hat, wie kann sie sich selbst motivieren? Denkt dran, plus weg, aber abschließen, je nachdem, auf welchem Kanal ihr mich seht. Also zur Patientin zurück. Sie kam mit der Fragestellung in die Praxis. Ernährungsgeschichten und so haben wir alle schon besprochen. Und dann war die Überlegung von ihr, sie stolpert immer wieder darüber, dass sie bestimmte Sachen nicht umsetzen kann, sich schwer tut und dann überlegt hat, was das sein kann, was sie tun kann, damit die Motivation bei ihr wieder steigt. Dann haben wir als erstes reingeguckt. Man muss zur Motivation immer sagen, das ist ja ein positiver Effekt, den wir aus Dingen ziehen und dann motiviert sind, weiterzumachen. Man muss immer gucken, woher das kommt. Motivation selber beginnt am Ende immer im Gehirn, nämlich mit dem, wie ich denke. Das heißt, bevor wir ins Handeln kommen, also Dinge umsetzen, ist es immer so, dass das Gehirn als erstes Gedankengänge macht und die Gedankengänge führen dann dazu, dass Verknüpfungen entstehen. Und wenn ich sozusagen positiv denke, habe ich positive Verknüpfungen und habe auch den Wunsch weiterzumachen oder Step by Step dran zu bleiben. Manchmal läuft das automatisch, weil wir einfach immer wieder einen Drang haben, Dinge umzusetzen. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass wir negativ denken, was natürlich auch immer eine Negativschleife macht. Also die Verknüpfungen des Gehirns werden dann negativ gesetzt. Daher ist es immer sinnig, auch wenn etwas nicht gut funktioniert hat, wenn ihr nicht am Ziel angekommen seid, wenn vielleicht noch nicht die richtigen Dinge umgesetzt sind, immer darauf zu gucken, was hat gut funktioniert. Also was, wenn was schiefgelaufen ist, ja, kann man am Ende Positives sehen. Wenn etwas ganz schief läuft und man denkt, ach du Scheiße, das ist irgendwie alles blöd und es ist sowieso, geht alles nicht und alles ist schrecklich, dann setze ich negative Verknüpfungen. Und diese negativen Verknüpfungen führen dann auch dazu, dass es am Ende negativ bleibt. Wenn ich jetzt aber den Aspekt nehme, dass etwas nicht so gut gelaufen ist, kann ich ja auch sagen, naja, ein Teil davon ist vielleicht nicht so gut gelaufen, ich habe daraus gelernt, ich habe etwas geübt, ich fange das nochmal wieder neu an oder ich probiere es einfach nochmal wieder. Gerade beim Essen gibt es ja die Möglichkeit der Wiederholung, des Neuanpassens, des Neueinkaufens, des Neubestimmen der Zusammensetzung der Speisen zum Beispiel. Und ich kann ja immer darauf gucken, was zum Beispiel in dem Moment Gutes funktioniert hat. Ich habe vielleicht nicht drei Hände voll Gemüse gegessen, sondern mal ein Stück Gemüse probiert oder mal eine Tomate gegessen oder ein Stück Gurke gegessen oder für die Bewegung. Ich bin heute draußen gewesen, es war wenigstens eine halbe Stunde. Es ist immer noch besser, als gar keinen Sport zu machen. Also die Dinge, die gut funktionieren, tatsächlich auch selber als positive Gedanken immer wieder abspulen lassen. Das ist vielleicht etwas ungewöhnlich am Anfang, aber probiert es einfach aus. Die positiven Verknüpfungen führen dann auch dazu, dass wir uns nicht in den negativen Gedanken in Dauerschleife drehen und vor allen Dingen kommen wir besser an unser Ziel, weil wenn wir positiv denken, wird Serotonin freigeschüttet, Glückshormon, also wir positiver an Dinge rangehen, ist eher die Möglichkeit, dass wir das Ziel auch erreichen. Der Zeitraum vielleicht dafür, der kann manchmal länger sein. Das kennt ihr auch, dass man übt, ne? Radfahren oder so machen wir auch nicht gleich und springen aufs Fahrrad und können losfahren. Sicherlich gibt es Menschen, die das können, aber in der Regel übt man das ja. Oder beim Führerschein, bestes Beispiel, üben wir. Und wenn die Prüfer alle nachher sagen, jupp, du kannst das, schieben dir einen durch und dann hat man sozusagen den Führerschein. Und ähnlich ist es auch mit dem Essen oder anderen Verhaltensdingen. Manche Sachen müssen wir üben. Positiv sehen, immer wieder ausprobieren, auch wenn es anstrengend ist. Und dann haben wir die Möglichkeit, dass wir sozusagen unsere Eigenmotivation hochnehmen und damit an der Stelle besser, motivierter Dinge umsetzen können. Auch wenn es ganz, ganz, ganz schlimm ist, zieht man ja vielleicht nicht im selben Moment, aber manchmal später ja irgendeine Erfahrung daraus. Und selbst wenn etwas nicht gut gelungen ist oder nicht funktioniert hat, heißt es ja nicht, dass ich es nicht doch mal wieder machen kann oder noch mal ausprobieren kann oder vielleicht noch mal in einer anderen Art und Weise ausprobieren kann. Also bleibt motiviert, denkt dran, je nachdem wie ihr denkt, könnt ihr euer eigenes Handeln verändern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und habt einen schönen Tag.